Hallo, mein Name ist Jasmin Kalcher. Willkommen zur Übung Ermittlung von Bioenergiepotenzialen in Europa. Sie erinnern sich, das Fallbeispiel Biomassepotenziale beschäftigt sich mit den folgenden Schlüsselfragen. Welche Mengen an biogenen Ressourcen können wir überhaupt nachhaltig nutzen? Wo befinden sich die Ressourcen und welchen Beitrag kann Biomasse zur Energiewende leisten? In dieser Übung möchten wir wissenschaftliche Daten zum Biomassepotenzial in Europa nachnutzen, in einen neuen Zusammenhang stellen und kritisch hinterfragen. Frei verfügbare Geodaten, Forschungsdaten und Statistiken werden so aufbereitet und kombiniert, dass die Berechnung und kartografische Darstellung der potenziell erzeugbaren Menge an Biokerosin aus Waldrestholz in verschiedenen räumlichen Auflösungen möglich wird. Das Organisatorische zuerst. Zur Bearbeitung brauchen Sie einen Computer mit Internetzugang, ein Tabellenkalkulationsprogramm, ein Geoinformationssystem, Englischkenntnisse und Zeit. Die Durchführung dieser Übung dauert etwa 15 Stunden. Wie immer ist die Übung in drei unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen verfügbar. Klick bei Klick für GIS-Neulinge, Basic für Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit guten GIS-Grundkenntnissen und Advanced für Nutzerinnen und Nutzer mit erweiterten Kenntnissen im Umgang mit GIS und offenen Daten. Aber nun zum Inhalt. Um das im Pariser Klimaabkommen von 2015 festgelegte 2-Grad-Ziel zu erreichen, müssen auch die verkehrsbedingten Treibhausgasemissionen gesenkt werden. Die EU hat sich daher zum Ziel gesetzt, die Treibhausgasemissionen im Verkehrssektor bis 2050 um 60% gegenüber den Werten von 1990 zu senken. Tatsächlich ist der CO2-Ausstoß im Verkehrssektor bisher allerdings angestiegen. Einsparungen können zum einen durch eine verbesserte Effizienz der Motoren erreicht werden. Zum anderen wird auf alternative Antriebstechnologien gesetzt. Im Straßenverkehr sind dies vor allem Plug-in-Hybrid-Technologien und Elektrofahrzeuge. Vergleichen Sie hierzu auch die OpenGeoEDU-Übung Elektromobilität. Auch im Luftverkehr sind neue Antriebstechnologien wie Wasserstoff- oder Brennstoffzellenantriebe künftig denkbar. Deren Entwicklung befindet sich allerdings erst im Anfangsstadium. Eine Möglichkeit, die Treibhausgasemissionen im Luftverkehr kurzfristig zu senken, ist die Nutzung von alternativen Kraftstoffen auf Basis biogener Ressourcen. Diese Kraftstoffe werden auch als erneuerbares Kerosin bezeichnet. Die Umwandlung von Biomasse in erneuerbares Kerosin kann durch verschiedene Konversionstechnologien erfolgen. Eine dieser Technologien ist die hydrothermale Verflüssigung, kurz HTL. Bei diesem Verfahren wird Biomasse in Wasser und mittleren Temperaturen und hohen Drücken in ein flüssiges Hauptprodukt umgewandelt, dessen Brennwert in etwa dem von Erdöl entspricht. Zudem entstehen bei dem Prozess gasförmige, wässrige und feste Nebenprodukte. Das so gewonnene Bioöl, auch Biocrude genannt, kann durch weitere Prozessschritte einem Upgrading unterzogen werden. Hierdurch entstehen Öle, die bestimmte Kraftstoffnormen und Qualitäten erfüllen und so in Kraftfahrzeugen und Flugzeugen eingesetzt werden können. Um die Nachhaltigkeitsansprüche an Biokraftstoffe zu erfüllen, ist es wichtig zu wissen, in welchen Mengen geeignete Biomassen für die Produktion von Biokraftstoffen zur Verfügung stehen. Interessant ist in diesem Zusammenhang auch, welchen Beitrag bestimmte Biomassen zum Beispiel zum Energiebedarf des Flugsektors leisten können. Mit diesen Fragen beschäftigt sich die vorgestellte Übung. In den Schwierigkeitsstufen Basic und Click by Click wird die Biomasse Waldrestholz genauer untersucht. Ausgehend von existierenden Potenzialinformationen wird das Biokerosinpotenzial auf NATS-0 und NATS-3-Ebene berechnet und dargestellt. Zudem erfolgt eine kritische Betrachtung der verwendeten Datengrundlagen. In der Advanced-Variante dieser Übung können Sie eigene Ideen zur weiteren Analyse oder Darstellung der Daten entwickeln. Zum Beispiel können andere Biomassen, Technologien oder Sektoren untersucht werden. Auch die Verwebung Ihrer Ergebnisse zu einer interaktiven Geschichte mittels dem sogenannten Squally-Telling ist möglich. OpenGeoEDU ist ein vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur im Rahmen des Modernitätsfonds gefördertes Verbundprojekt.